Da kann dein Wickschweißgerät noch so alt und einfach sein, heute bekommt es eine Spot-Funktion. Eine Spot-Funktion, die es wirklich in sich hat, wo jedes Profigerät neidisch wird. Und wenn du ein modernes Wickschweißgerät hast, das keine Spot-Funktion hat, ist natürlich auch kein Problem. Auch da können wir problemlos eine Spot-Funktion nachrüsten. Ich habe verschiedene Möglichkeiten gesammelt und die werde ich euch heute in diesem Video präsentieren. Ich habe vor circa 3 Wochen ein Video hochgeladen. In dem Video hatte ich eine kleine Box präsentiert. Ich habe es damals spaßeshalber Wunderbox genannt. Und diese Box hat eine kleine Spot-Funktion imitiert. Daraufhin habe ich unglaublich viele Nachrichten bekommen. Und ich habe mir natürlich alles durchgelesen. Ich habe mir alles angeguckt. So viele schöne Möglichkeiten. Ein Zuschauer war sogar bei mir, hat mir hier live seine Möglichkeit, seine Bastelei präsentiert. Funktioniert wirklich sehr gut. Zeige ich euch als erstes in diesem Video. Und dann haben mir unwahrscheinlich viele Zuschauer diesen kleinen Kasten als Link geschickt, haben gesagt, Manni, probier das doch mal aus. Den kann man bestellen, der kostet zwischen 35 und 40, 45 Euro, je nachdem, wo man den bestellt. Ich habe den bei eBay bestellt, da hat er, glaube ich, 42 Euro mit Versand gekostet, hat 5-6 Tage gedauert und der hat natürlich wirklich eine Menge Möglichkeiten. Dazu muss man sich noch ein paar Kabel anpassen, das gucken wir uns natürlich auch an und dann werden wir das Ganze ausprobieren. Einmal mit dem Gerät, einmal mit dem Gerät und ich kann euch versprechen, danach hat euer Wick-Schweißgerät eine Spot-Funktion. Da wird jeder Besitzer von einem Profi-Gerät neidisch. Und diese Spot-Funktionen sind halt unglaublich beliebt. Man kann damit schöne Sachen machen. Und vor allen Dingen, was ich immer so toll finde, Leute, die sonst kaum mit dem Wick-Schweißen irgendwas hinkriegen, denen noch so ein bisschen die Übung fehlt, die Routine fehlt, die kriegen auch damit wirklich geniale Ergebnisse. Und das ist das Schöne an diesen Spot-Funktionen. Und das wollen wir natürlich alle nutzen, egal wie alt, wie einfach unser Gerät ist. Und das haben wir in diesem Video vor. Und als erstes gucken wir uns natürlich diese kleine Bastelmöglichkeit an. Wie gesagt, die hat mir der Werner vorbeigebracht. Im Prinzip ist es ein Testknopf. Es ist hier die Einstellungsmöglichkeit der Zeit. Und dann haben wir einen ganz kleinen Spot. Das ist hier ein kleines Zeitrelais drin. Das wollte Werner, dass ich das hier nicht öffentlich präsentiere. Vielleicht gibt es das auch irgendwann demnächst mal als kleinen Bausatz in irgendeiner Form zu kaufen. Das ist hier an mein Schlauchpaket angeschlossen. Und dann ist das hier mit einem Fußtaster verbunden. Ich könnte das hier auch auf den Taster legen. Hier haben wir es mit dem Fußtaster gelöst. Und dann kann ich mit dem Fußtaster kleine Impulse abgeben und kann hier mit spotten. Und das funktioniert wirklich super. Also geht super und ist wirklich die einfachste Möglichkeit. Ich kann hier ganz normal den Impuls einstellen, die Länge vom Impuls einstellen. Ich habe dann an meinem Wick-Schweißgerät die Leistung eingestellt und dementsprechend habe ich diesen kleinen Punkt, diesen kleinen Spot. Ist die einfachste und schönste Möglichkeit und sowas würde ich mir natürlich als Kauflösung auch wünschen. Am besten gleich mit den entsprechenden Steckern, dass man das da irgendwo zwischen bastelt. Sowas gibt es leider in der Form nicht. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Wenn das bezahlbar auf den Markt käme, wäre natürlich wirklich schön. Ich denke mal, das ist auch so vom Aufwand, wie man das erstellen kann oder so, alles andere als schwierig. Aber es gibt halt nur relativ komplexe Lösungen, wo man halt tolle Möglichkeiten hat. Aber es macht das Ganze natürlich auch komplexer. Es macht es ein bisschen teurer. Sowas als einfache Lösung wäre natürlich der absolute Hammer. Habe ich viel ausprobiert mit der TIC 200. Habe hier nochmal so einen schönen Stahlwürfel. Damit gepulst, das gepunktet, gespottet, das funktioniert wirklich super. Ich mag diese Würfel unglaublich gerne. Jeder, der bei mir zum Schweißlehrgang vorbeikommt, der spottet mit mir auch meistens immer so einen Würfel, wenn die Leute Wickschweißen wollen. Selbst die Leute, die sonst wirklich noch ein bisschen Übung brauchen beim Wickschweißen, die kriegen damit auch wirklich tolle Ergebnisse hin. Ein bisschen kleine Eigenwerbung, wer Interesse hat an Schweißlehrgängen, der kann sich immer gerne bei mir melden. Der findet da auf meiner Webseite auch ausführliche Informationen. Einfach eine Lösung, habe ich hier einfach mal ein paar Punkte gespottet. Das funktioniert wirklich sehr gut. Fußschalter muss man mögen. Mein Favorit ist das nicht. Ich mag es lieber mit der Hand. Aber wie gesagt, so eine einfache Bastellösung, solche Lösungen hatten mir so viele Zuschauer vorgestellt. Sowas funktioniert auch. Wenn es sowas mal richtig detailliert gibt, dann werde ich das hier auch vorstellen. Eine Lösung hat mir ein Zuschauer vorgestellt, der sagt, die funktioniert sehr gut, hat da auch ein PDF zu erstellt, das werde ich hier unter verlinken. Da sage ich auch vielen, vielen Dank. Ich sage sowieso, wie gesagt, vielen Dank an alle, die mir da was zugeschickt haben. Das war aber eine schöne dokumentierte Lösung mit Links und allem drum und dran. Das könnt ihr euch auf jeden Fall hier unter angucken.
Jetzt nehmen wir als zweites dann hier die Lösung. Das heißt, man bestellt das hier, man bekommt das hier. Ich habe mir hier so ein Blech hinter gemacht, habe mir einen Magneten dran gemacht. Dann kann ich mir das hier einfach oben anflanschen. Ich versuche das jetzt an dem WE201. Das Ganze anschließen ist jetzt im Prinzip sehr leicht. Das heißt, ich habe hier ein ganz normales USB-Kabel. Das habe ich hier mit dem Stromnetz verbunden. Es war ein Adapter dabei, den kann man natürlich nicht gebrauchen. Ist kein deutscher oder europäischer Standard. Habe das hier angeschlossen. Damit ist das Gerät betriebsbereit. Ich habe jetzt hier hinten einen Out- und einen In-Eingang. Da kommen sogenannte Klinkenstecker an. Diese Klinkenstecker muss man sich leider selber zusammenlöten. Das heißt, die sind nicht in der Form vorbereitet. Das wurde mir auch gemacht von wegen, das ist so eine filigrane Sache, da habe ich immer gar keine Lust zu. Das ist einmal in der Form hier ganz einfach mit dem Kabel. Und jetzt habe ich ja im Prinzip mein Wickschlauchpaket. Ich drücke hier auf den Taster, damit geht das Gerät an. Ich lasse irgendwann los, zum Beispiel im ganz normalen Zweitakt, dann geht es wieder aus. Jetzt will ich so einen kurzen, knackigen Impuls haben. Und den kann ich mit diesem Gerät, egal ob ich das Gerät nehme oder was ich eben hatte, genau definieren. Dafür wird das Signal abgefangen. Das heißt, es geht praktisch in meinen Stecker rein. Der würde hier reinkommen. Dieser Klinkenstecker geht dann in und dann geht out wieder in das Gerät rein. Und damit, wenn ich hier drauf drücke, sagt das Gerät dann, ich definiere ganz genau einen Impuls. Man kann sich das ganz einfach mit Kabeln lösen. Das heißt, ich könnte hier einfach das Ganze einmal durchschneiden, könnte mir dann das Kabel hier anschließen und könnte das andere Kabel wieder an den Stecker anschließen. Oder man kann es wirklich sehr komfortabel so lösen. Dafür braucht man im Prinzip nur ein bisschen Kabel. Man braucht einmal diesen Raumfahrtstecker oder Luftfahrtstecker, heißt er glaube ich, Luftfahrtstecker, einmal das Weibchen und einmal hier das Männchen, und die kann man sich wirklich auch für so um den Euro bestellen. Die hat mir jemand zusammengelötet. Wie gesagt, vielen Dank dafür, für die tolle Resonanz auf dieses Video, und vielen Dank zum Beispiel auch, dass mir jemand einfach solche Kabel zusendet. Und das ist natürlich am komfortabelsten. Ich hätte sonst hier auch die Möglichkeit, das Ganze einfach abzuknipsen und anzuschließen in irgendeiner Form. Aber wie gesagt, so ist natürlich noch praktischer. Und so kann ich das Ganze ganz einfach hier einstecken und habe das dann innerhalb kürzester Zeit installiert. Habe das hier oben draufgesetzt. Man könnte das seitlich hier mit ranschrauben. Man könnte es mit beidseitigem Klebeband irgendwo festmachen und. Also gibt es wirklich tausende von Möglichkeiten, oder am Schweißwagen mit anbringen. Das heißt, das Gerät kann ich nicht nur für die Spots nutzen, sondern ich kann es auch dauerhaft nutzen. Weil wenn ich das jetzt anmache, habe ich hier verschiedene Modien. Und der unterste Modus ist, dass das Schweißgerät ganz normal schweißt, dass ich keine Spot-Funktion habe. Ganz wichtig jetzt die Einstellungen am WIC-Schweißgerät. Das heißt, ich bin hier im Zweitaktmodus. Ich habe ansonsten alles auf 0 gestellt, aber wirklich alles. Das heißt, Gasvorströmzeit ist auf 0. Startstrom ist völlig egal im Zweitakt. Dann ist die Startrampe auf 0. Ich habe meinen normalen Schweißstrom. Dann bin ich wieder, dass ich runter reguliere. Da bin ich auch wieder auf 0. Die Absenkzeit, Gasnachströmzeit habe ich hier einfach mal auf 3 Sekunden. Was man machen kann, ist natürlich hier, dass man auch einen Puls reinnimmt. Das kann man machen, dass das Ganze pulsiert. Das bringt auch nochmal einen gewissen Effekt. Würde ich aber am Anfang nicht machen. Das heißt, einfach alles auf 0. Wichtig auch diese Gasvorströmzeit auf 0. Und dann kann man loslegen. Die Einstellung für den Kasten ist jetzt wirklich auch sehr einfach. Das heißt, ich habe hier vorne an, aus. Dann habe ich hier die Möglichkeit, einen einzelnen Punkt abzugeben. Ich habe 2 Punkte, also Doppelpuls. Und ich habe hier die Continue-Version. Das heißt, da wird ein Punkt nach dem anderen abgegeben. Und hier unten habe ich noch die Variante, dass das Ganze ausgeschaltet ist, dass ich wieder ganz normal schweißen kann. Also ich kann das Gerät immer an dem Gerät lassen und kann dann hier einfach wählen. Ich habe hier verschiedene Programme. Man sieht einfach, wenn ich das Ganze wechsle, der übernimmt im Prinzip immer das, was ich hier in der Form ändere. Ja, das heißt, ich brauche es einfach nur einstellen, der übernimmt das, inklusive der Einstellung hier vorne. Ich habe dann hier die Zeit, wie lange der Punkt ausgeführt wird, wie lange der Spot ausgeführt wird. Das Ganze kann ich nicht genau sagen. Ich würde mal sagen, die 999, was man hier maximal einstellen kann, ist eine Sekunde. Ungefähr würde ich das sagen, behaupten. Aber im Prinzip kann ich hier einstellen, kann das hier wirklich ganz genau einstellen.
Wenn ich hier drauf drücke, geht er immer ein. Wenn ich ein bisschen länger drauf drücke, dann geht er in den schnellen Modus und dann kann ich das hier wirklich ganz genau definieren. So definieren kann ich das eigentlich bei kaum einem Schweißgerät, wenn man dann noch denkt, von wegen, ich habe hier nicht nur Single Pulse, Double Pulse, ich habe hier noch Continuous Spotting. Und wie gesagt, wenn ich hier den doppelten Puls mache, das heißt zwei Punkte hintereinander oder ein Punkt nach dem anderen, dann kann ich hier die Zeit definieren, die da dazwischen immer Pause macht. Und das ist es im Prinzip schon mit dem Gerät. Und das habe ich natürlich ausführlich mit dem Gerät ausprobiert. Und das macht das Gerät, muss man wirklich ehrlich sagen, sehr, sehr gut. Was man hier als Fehler machen kann, dass man natürlich eine Gasvorströmzeit schon von 0,5 oder manche haben sogar eine Sekunde eingestellt. Dann wird es natürlich schwierig, wenn er hier nur etwas über eine Sekunde nimmt und man hat dann hier eine halbe Sekunde eingestellt. Ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. Also, man kann hier sehr einfach einen Puls mit simulieren und kann sich das Ganze wirklich relativ günstig kaufen. Wichtig ist, wie gesagt, dass man sich diese Stecker selber zusammenlöten kann oder jemanden findet, der das Ganze lötet. Das ist, denke ich mal, auch kein Problem. Und dann kann man hier an jedes Gerät sich eine schöne Spot-Funktion anbauen beziehungsweise kann das Ganze nachrüsten. Was dabei immer ganz wichtig ist, ist natürlich der Zustand der Wolframelektrode und dass das Gerät auch wirklich eine vernünftige Hochfrequenzzündung hat, die funktioniert. Eventuell nochmal diese Zündstrecke danach stellen, das hatte ich auch schon mal in Videos erklärt. Wie gesagt, Düsensystem muss vernünftig sein, Masse muss vernünftig angeschlossen sein. Dann kann man jetzt hiermit unglaublich gut spotten, egal was für ein Gerät man hat. Ich habe es mit dem WE201 ausprobiert, mit dem WE2003 und ich habe es natürlich mit dem Gerät ausprobiert und alle Geräte haben dann mit diesem kleinen Kasten eine hammerharte Spot-Funktion mit tollen Möglichkeiten. Und wie gesagt, das an Möglichkeiten oder so, das bietet kaum ein Schweißgerät. Und wie gesagt, ich habe noch Sachen, die dann auch viele Schweißgeräte mit Spot-Funktion nicht haben, dass ich zum Beispiel auch den Puls mit reinwählen kann. Ja, das heißt, ein sehr hochfrequenter Puls sorgt dafür, dass der Spot noch besser zusammenläuft. Dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Also da gibt es so viele tolle Möglichkeiten. Und das Ganze mit so einem Kasten kann man das günstig nachrüsten. Wie gesagt, ich habe es mir ganz einfach bei eBay bestellt. Ich werde mal eBay und Amazon raussuchen, das Ganze hier verlinken. Amazon ist immer noch mal ein bisschen besser mit der Rückgabe meistens, aber ansonsten ist es eine einfache Lösung. Es gibt viele Bastellösungen. Ich verlinke da auch noch mal was, was mir ein Zuschauer geschickt hat. Hört sich auch sehr interessant an. Auch die andere Lösung, die ich vorhin gezeigt habe, funktioniert natürlich auch toll. Aber es ist immer die Frage, ob es sich lohnt, wenn man so einfach eine Lösung kaufen kann, dass man sich da tagelang hinsetzt, irgendwas bastelt, unwahrscheinlich viel Geld in Material investiert. Das muss aber am Ende des Tages immer jeder für sich selber entscheiden. Ich habe hier einen Kanal zum Thema Schweißen und ich präsentiere gerne meine Lösung. Ich fand das sehr charmant, dass man so eine Lösung hat. Diese andere Box habe ich übrigens wieder abgeben müssen oder beziehungsweise die war ja nur geliehen, dass man so eine charmante Lösung hat, um wirklich an jedes Gerät sich da eine professionelle Spot-Funktion nachzurüsten. Sehr schöne Sache. Ein Punkt ist mir wirklich auch noch ganz wichtig. Die Frage taucht natürlich schnell auf, muss man so ein Gerät unbedingt haben? Ist das jetzt lebensnotwendig? Definitiv nicht. Ich mache seit Jahren immer vor, dass man ganz einfach mit dem Finger hier spottet. Dafür nimmt man einfach auch komplett die Rampe hier raus, das heißt Startrampe, Absenkrampe auf 0 oder 0,1 und dann kann man auch mit dem Finger wirklich gut spotten, kann hier auf so einem Blech ein bisschen üben und kann da dann die verschiedensten Aufgaben mit erledigen. So ein Gerät hat natürlich den Vorteil, das definiert diesen Punkt, diesen ganz genau. Ja, dann kann man hier wirklich ganz, ganz genau definieren. Gerade bei diesen ganz kleinen Punkten, vorsichtigen Punkten, da wird es natürlich teilweise schwierig, das so genau mit dem Finger, mit einer hohen Wiederholgenauigkeit hinzukriegen. Das kann so ein Gerät übernehmen. Ich würde jedem empfehlen, bevor er sich sowas kauft, bevor er sich sagt, ich kaufe mir ein neues Wickgerät mit einer schönen Spot-Funktion, fangt erstmal an. Das, wie gesagt, mit dieser ganz einfachen Möglichkeit, gibt es auch verschiedene Videos, einfach mit dem Finger ein bisschen auszuprobieren und wenn euch das nicht mehr ausreicht, dann kann man da aufrüsten. Es sei denn, ihr seid Spielkalbs, müsst immer alles haben, so wie ich, von wegen, dann ist so ein Gerät natürlich auch genau das Richtige für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ich verlinke hier unter ein bisschen was zum Thema Wickschweißen. Diese Boxen suche ich nochmal raus, suche nochmal diese Luftfahrtstecker raus und was mir noch so einfällt. Ansonsten viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.